zu gehen, bum bum. Durch die Wälder, durch die Aue, nach dem Wild zu sehen, bum bum. Donnerwetter hoch die Flinte und dann nach dem Schuss, bum. Donnerwetter, Donnerwetter. König Pumpernickel wollte zusammen mit seinem Diener Sami das seltenste Lebewesen der Welt jagen, das Urmel. Und Wawa sollte ihnen das Versteck des Urmels zeigen. Das lag angeblich tief im Innern des Berges auf der Insel Titivu. Wawa war natürlich kein Verräter. Er führte den König absichtlich in die Irre. Als sie beim unterirdischen See angelangt waren und der König die Riesenkrabbe auf dem Felsen sah, da dachte er, dieses Ungetüm wäre das Urmel, und er schoss. Den dicken Panzer der Riesenkrabbe freilich konnte die Kugel nicht durchdringen, doch der laute Schuss erschütterte die morschen Felsen und die drei mussten um ihr Leben rennen. Der Eingang, er ist verschüttet. Von uns aus gesehen ist das der Ausgang. Zu Hilfe! Kommt Zeit, kommt Rat. Bis oben auf den Berg hinauf spürte man das unterirdische Grollen. Und der Herr Professor, seine Haushälterin Wutz, Tim Tintenklecks und Schusch wurden tüchtig durcheinander geschüttelt. Hört doch mal auf! Schweinelei! Auf! Da ist was, passiert. Mein Urmel. Ist es verletzt? Mein armes Urmele, bist du erschrocken? Sag was. Wann gibt's denn endlich mal Frühstück? Ping. Ping. Bist du da drin? Komm raus. Kann nicht. Warum? Die Mupfel hat sich gedreht und der Auspfick ist jetzt unten. Das war das Erdbeben. Erdbeben? Warte einen Augenblick, Ping. Noch einen Augenblick, Ping. Was machst du denn? Ein Experiment. Danke. Jetzt erzähl, was ist gepfehl? Mit dem Belg muss was geschehen sein. Hör auf, erfreck mich nicht. Da ist doch Wawa drin. Oh je, ich schau mal schnell nach. Pfeine Pfeinerei. Professor, was hatte das zu bedeuten? Max Fiestig. Es kann nur die Höhle gewesen sein. Oder wenigstens ein Teil der Höhle. Einer ihrer Gänge. Frühstück. Gleich, mein Kleines. Mahlzeit. Und weiter? Tja, nichts weiter. Wir können alle von Glück sagen, dass wir nicht in der Höhle Wawa. Was ist mit Wawa und dem König und Sami? Um Himmels Willen. Die sind ja unten. Haferstein mit Orangensaft. Der Eingang ist zu, alles zusammengestürzt, voller Dreck. Da kommt kein Käfer mehr durch. Wir müssen sie retten. Es muss noch einen zweiten Eingang geben. Wie wäre sonst die Riesenkrabbe hineingekommen? Ein Zufluss vom Meer. Ja, das ist es. Vielleicht kennt ihn der Seeelefant. Schusch, würdest du wohl mal? Ja, das ist die einzige Hoffnung. Sonst gibt's keine. In meiner Badewanne bin ich Kapitän. Hallo, Seeelefant. Was soll das? Du kannst mich mit deinen Latschfersen. Überhaupt eine komische Angewohnheit. Schon am Morgen zu kommen, wenn ich gerade ein Bad nehme. Wawa, der König und Sami sind in der Höhle verschüttet. Das ist ein wundervolles Thema für eine Ballade. O König an der Höhle da, der du dort lebst in ewiger Rauch. Gibt es einen unterirdischen Zufluss in die Höhle? Meine Mutter hat ein altes Lied gesungen. Kennst du es? Nein,
Bitte, bitte sing jetzt nicht, sondern sag, ob es einen Zufluss gibt. Ich glaube, ein paar Fische wessen es. Dann flag sie doch. Nun Gott. Schöne Bescherung. Diese Höhle ist eigentlich kein Zinnele wert. Nun, was ist? Nix ist. Das hast du jetzt von deiner Urmelfangerei. Ach, ich will kein Urmel. Raus will ich. Raus. Lebendig raus. Raus! So, jetzt hast du's. Jetzt ist alles zu. Raus! Majestät, seht doch! Was macht sie jetzt? Jetzt kommt sie. Und frisst uns auf! Mahlzeit. Wo nur Schusch so lange bleibt. Da kommt er doch, auf einer Mopfel. Ja, das ist er. Und der Seeelefant dazu. Also, was weißt du, mein Lieber? Solange dieser komische Vogel auf meine Haupte setzt, spreche ich nicht. Schusch? Mats! Also? Also, ich war einst ein Bäbel. Was? Ein sehr hübsches Bäbel. Und meine Mutter hat mir öfters ein sehr trauriges Lied vorgesungen. Mein lieber guter, An fernem Ort und nahbareren Flossen, da liegt ein See uns allen unbekannt. Ein Krabbenfelsen steht dort inmitten. Ja, und? Weiter! Den Rest hab ich vergessen. Ah! Darum bin ich auch getaucht und habe mit einem Mondfisch gesprochen. Ich habe auch schon mal einen Mondfisch gesehen, aber da hat die Sonne gepfeilt. Lass ihn doch ausreden, Ping. Im Nordosten der Insel erhebt sich der große Felsen. Und dieser Felsen ist an einer Stelle ausgehöhlt. Dort kann das Wasser in die Grotte hineinfließen. Bitte versuch, ob du einen Weg finden kannst. Ich? Bitte. Ei, ei, Sir. Jetzt sind wir verloren. Wenn du noch näher kommst, dann beiß ich dir dein Nasengipfel ab. Das Biest ist absolut nicht schüchtern. Zurück! Seeelefant! Zurück! Geh auf deinen Platz! Sonst walze ich dich zu Zwetschgenmoos und ein bisschen Dalle! Hurra! Wir sind gerettet! Nicht so laut, Majestät! Abwarten und Tee trinken. Habt ihr ein Erdbeben gespürt, Seeelefant? Ja. Das waren wir. Was sagst du dazu? Na endlich, wo bleibt ihr denn so lange? Ich will raus hier. Abwarten und Tee trinken. Wie bitte? Du schwörst erst einmal, dass du nie wieder das Ärmel jagen wirst. Das ist ja Erpressung. Majestät, es bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig. Das weiß ich selber, dummer Bub. Gut, ich schwöre. Das Gewehr, Herr. Mein Gewehr? Dalle. Das ist eine gute Idee. Sehr gut. Na und? Was noch? Abwarten und Tee trinken.
Halt! Das ist Schwindel! Betrug! Majestät! Was ist? Nicht so laut, der Berg. Ah. Abwarten und Tee trinken. So, jetzt hat das Urmeli gefrühstückt. So, und jetzt hat das Urmeli Durst. Urmeli soll nicht so viel trinken. Urmeli muss jetzt schlafen. Ich bin pussmunter. Nein, du bist noch krank. Basta. So, Mama Wutz muss jetzt fort. Urmeli muss auch fort. Still jetzt und geschlafen. Augen zu. So ist's recht. Lässt du's gleich zu? So. Und jetzt? Zu. Hehe, Urmeli schlaft nicht. Ich möchte wissen, wann hier mal geölt wird. Durch mein Gemüt sinnen schweres Fragen, ob die Ruhe wiederkehrt nach den lauten Tagen, nach den lauten Tagen. Was geht hier vor? Alles in Ordnung, meine Liebe. Die Eingeschlossenen sind am Leben. Ein Zugang, unterseeisch, ist auch gefunden worden. Fragt sich nur, wie holen wir sie raus? Woher soll ich denn das wissen? Mit einem U-Boot. U-Boot? Puh, das ist so was wie eine Mutze. U-Boot. Das wäre die Lösung. Professor, liegt dir sehr viel daran, diesen König und seinen Diener zu retten? Das ist Menschenpflicht, meine Teure. Und dann denk an Wawa. Der nie die Pfoten abstreift, wenn er ins Klassenzimmer kommt. Na gut, ich weiß schon, wo das hinausgeht. Ich werde ein großes Opfer bringen müssen. Ihr könnt meine Schlummertonne als U-Boot haben. Alle Mamis sagen immer, Kindlein, gib's in Acht. Bleib's in brav in deinem Zimmer und schlaf gute Nacht. Aber wenn das Kindlein größer darf spazieren gehen, weil sonst tönt das kleine Kindlein gar nie schöne Sachen sehen. Weil sonst tönt das kleine Kindlein gar nie schöne Sachen sehen. Alle Kindlein sagen immer, Mami, lass mich raus. Bleib ganz lieb in deinem Zimmer, ich komm bald nach Haus. Aber wenn das Kindlein fort ist, denkt es nicht mehr dran, weil es doch so viele hundert schöne Sachen sehen kann. Weil es doch so viele hundert schöne Sachen sehen kann. Du blöder Kopfsalat! Läuse zählt durch mein Gebet, Ahnung schweres Bangen. Läuse fächelt mirres Lauf, mehr um meine Wangen, mehr um meine Wangen. Du, hör mal auf! Ist euch schon was eingefallen? Ja, wir haben ein U-Boot. Ich verstehe. Das hat aber keinen Motor. Das verstehe ich nicht. Und deswegen brauchen wir dich. Das verstehe ich weder. Der Seeelefant, komm! Gut, gut! Die Türe müssen wir mit Wachs verschmieren. Entsetzlich! Zuallererst müssen wir das Pfiff taufen. Schnickschnack! Eine Pfiffstaufe ist kein Flickflack. Jedes ordentliche Pfiff wird getauft, indem man eine Sechsflapfe an den Bug pfmettert. Wir haben gar keine Zeit, das Schiff zu taufen. Es blessiert. Ah,
Ade. Wie lange soll denn das noch dauern? Kommt er wieder oder kommt er nicht? Und wie sollen wir da raus? Ah, Donnerwetter! Donnerwetter! Noch ein Ungeheuer? Was? Das ist aber eine prima Idee. Wutschen Schlummertonne als U-Boot. U-Boot? Wutschen? Majestät, die Tonne ist gesattelt. Was? Ich? Da hinein? Niemals. Wenn du lieber in der Höhle bleiben willst, brauchst du es nur zu sagen. Komm, Shami, packen wir's. Ich komme schon. Bin schon da. Nein, wir. Lass nur den dicken König zuerst. Da können sie erst mal ausprobieren, ob das U-Boot nicht vielleicht sinkt. Ah ja, das ist gut. Und jetzt kriegt das Urmele einen Haferschleim und einen Orangensaft, weil es so brav geschlafen hat. Mit der Türe scheint etwas nicht in Ordnung zu sein. Na, die ist wenigstens noch ganz. Urmel, Urmele, ich hab dir einen Rettich mitgebracht. Wo bist du denn, mein Lümmele? Urmel, Urmele. Einmal und nie wieder. Also dann, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Na, dann nicht. Ihr könnt mich heute nicht mehr traurig stemmen. Ich bin nämlich sehr lastig aufgelegt. Vielleicht habe ich mich erkältet. Alle? Also nochmals besten Dank, mein lieber Herr Professor. Keine Ursache. Bedanken wir uns lieber bei unserem Seeelefanten. Ja, ja. Oh, schade, da schwimmt er hin. Ich hätte ihn so gerne noch mal gehört. Er hat so eine lustige Aussprache. In den Genuss werden Sie sicher noch kommen, mein Lieber. Gleich wird er wieder was zum Besten geben. Ich kenne ihn. Darf ich Sie nun zu einer Tasse Kaffee einladen? Zu einem Friedenskaffee sozusagen. Herzlich gern, mein lieber Professor. Ich möchte nur noch schnell zu unserem Landeplatz, die Kleider etwas ordnen und so. Flieg doch mit uns nach Pompolonien, nur für einige Tage. Sami. Ich weiß nicht. Sami. Überleg dir's. Mach ich.
Bestimmt. Samuel! Oh, weia. Urmel! Urmeli! Na, wart! Wo ist denn mein Kindlein? Wutz, Kaffee kochen. Wo ist das Urmel? Ich hab's nicht gefressen. Wieso? Ist es weg? Würde ich sonst fragen. Urmel! Urmeli! Na, dann werde ich eben selbst den Kaffee kochen. Wie geht das gleich? Urmel! Wutz! Urmeli! Wutz, nimmt man 12 oder mehr Bohnen? Ich mach's schon. Ah, brav, Tim. Hui, ich fliege, ich fliege. Professor, der König hat uns betrogen. Sieh doch. Das darf doch nicht wahr sein. So eine Gemeinheit. Das ist Verrat. Und der Mond zieht über mich weg und die Sterne ziehen weg. Schaut mal! Und der Hubschlauber zieht weg. Das ist doch Urmel. Schweinerei! So ein Schuff, dieser Pomponell. Er hat sein Wort gebrochen. Dieser Schuft. Das Urmel, das dumme Ding, es freut sich noch. Tete wo dur du allein holde de. Und holde da, tete wo lach Sonnenschein holde de und holde da. Weiland da, holde und holde da, dette wo bleibt immer da, holde und holde. Jetzt möchte ich aber Spätz lücken. Gefrühstückt habe ich nämlich so. Mahlzeit. So schön, holde und holde da. Mit Orangensaft. Nur du allein, holde de und holde do. Dette wo, auf Wiedersehen, holde de und holde do. Ihr müsst schon entschuldigen für den Schrecken, aber das Urmel wollte unbedingt mal fliegen. Ja, und ich musste doch wohl was gut machen, ja. Aber jetzt komme ich mit leeren Händen heim. Und bin blamiert, vor allem vor diesem Dr. Zwängelmann. Richtig, dieser Zwängelmann. Ja. Ja, dass es hier von sprechenden und singenden Tieren nur so wimmelt, das kann ich natürlich bestätigen. Aber was bringe ich mit? Den unsichtbaren Fisch. Pomponell freute sich königlich über diese Idee. Man füllte einen Eimer mit Meerwasser, das war alles. Und der wurde nun nach Pompolonien geflogen. Dort wollte man das Wasser in ein Aquarium des Naturkundlichen Museums schütten. Pomponell stellte sich vor, wie sich die Leute die Augen aus dem Kopf gucken würden und lachte, bis er zu Hause war. Und das war noch ein ganzes Stückchen. Ja, und wie ging der Tag bei den anderen zu Ende? Professor Habakuk und Tim versuchten zu ergründen, warum dort unten tief im Berg eine Riesenkrabbe saß, warum so eine komische Musik dort erklang und so weiter. Wawa war redlich müde und freute sich auf seine Muschel, wo er alles Mögliche über sich hinwegziehen lassen würde. Schuss! Geh ja schon! Ach, weißt du was?
Bleib drin. Ich schlafe heute auf einem Baum. Gute Nacht, Urmelkind. Gute Nacht. Es heißt gute Nacht. Ich sage gute Nacht. Du, sieh, Elefant. Aua. Ich möchte mit dir zum Abfluss ein pföhles Lied singen. Singst du die erste oder die zweite Stämme? Die erste. Wie dumm. Im Grande sing ich auch die erste. Warum willst du überhaupt singen? Ich bin so schön traurig. Du hast gerade ein ganz echtes SCH gesprochen. Hast du das gemerkt? Ein SCH? Ein Esch? Obwohl du so lange die Pfule gepfänzt hast. Ja, ja, endlich kann ich ein Sch sprechen. Oh, wie ist das so pfrecklich pföhn. Zwei, drei. Urmele, schlaf endlich, es ist auch Zeit. Bald wird es dunkel sein, hier weit und breit. Dann gehen die Sterne auf, am Himmelszelt. Ich bin nicht alleine auf dieser Welt. Urmele, schlaf endlich auf dieser Welt. Geld, Urmele, Geld auf dieser Welt.